Hallo liebe Freunde und Malerkollegen. Wer sich seinem Lieferanten ausliefert, ist geliefert. Ich hoffe, dass du nicht auch einer bist, der da aufs falsche Pferd gesetzt hat. Aber mal von Anfang an. Ihr wisst, dass ich einer bin, der Lieferanten sehr schätzt. Für mich sind sie Partner, die ich zur Erfüllung unserer Leistung beim Kunden benötige. Ich freue mich über gute Betreuung, fachliche Unterstützung und Hilfe bei Problemen. Mir ist bewusst, dass auch der Lieferant und seine Fachberater für ihre Leistung gut verdienen müssen. Deshalb liegt mir bei unseren Lieferanten diese ewige Preisdrückerei fern. So weit, so gut. Was ich aber nicht mehr machen möchte und was ich auch keinem meiner lieben Kollegen empfehlen würde, ist, sich als Markenbotschafter vor den Karren seiner Lieferanten spannen zu lassen. Was bedeutet das für euch? Ich sehe mir gerne zur Information Webseiten meiner Kollegen an und sehe hier, wie sehr sich Maler mit den Federn ihrer Lieferanten schmücken wollen und immer wieder Produkte und Erzeuger statt ihrer eigenen Leistungen in den Mittelpunkt rücken. Auch hier möchte ich einen kleinen Vergleich dazu erzählen. Du gehst in ein Sportgeschäft und möchtest dir ein Badespaßleiberl mit den 4 Streifen kaufen. Der Verkäufer sagt zu dir, ja gerne, Sie müssen nur vorher eine Schulung besuchen, die kostet 2000 Euro. Damit erhalten Sie die Berechtigung, zertifizierter Fachträger dieses einmaligen Produktes zu werden und lernen dabei, wie man dieses Badespaßleiberl auch richtig trägt und präsentiert. Sie müssen aber eins nehmen, wo immer vorne auf der Brust groß das Logo des Herstellers platziert ist. Außerdem müssen Sie sich ab jetzt verpflichten, kein anderes Sportleiberl mehr zu tragen. Falls Sie mit einem anderen Shirt, einem Mupa oder Basics gesehen werden, wird Ihnen das Recht abgesprochen, Badespaß Markenbotschafter zu sein. Na bumm! Kein normal denkender Mensch würde sich auf so einen Deal einlassen, oder? Wenn das hier auch etwas übertrieben klingt, beschreibt es aber diese Falle, in die viele Kollegen geraten. Es gibt eine große Anzahl an Erzeugern, die ihren Abnehmern mit dieser Masche die Möglichkeit einer Positionierung vorgaukeln. Wir Handwerker müssen aber immer für unseren Kunden entscheiden können, welches Material wir einsetzen. Da dürfen wir uns doch keinen Lieferanten verpflichtet fühlen oder sogar verpflichtet sein. Nach dem ganzen Ausschreibungsdesaster, das uns unmündig in der Produktwahl macht, willst du dich jetzt vielleicht auch noch Lieferanten vertraglich ausliefern, die dir sagen, was du deinen Kunden verkaufen und verarbeiten darfst? Hier geht's noch. Wer sich einem Produkt oder einem Erzeuger exklusiv verschreibt und quasi zertifizierter Los Cementos Fachbetrieb oder die Calce Markenbotschafter oder Floorplex Fachhändler als Positionierung benutzt und vielleicht auch noch seine Auslagen, sein Auto, seine Gerüstplanen und seine Drucksorten mit dem Logo des Lieferanten versieht, der macht Werbung für ein Produkt, einen Zulieferer, aber nicht für seinen Betrieb. Wer kennt sie nicht, die bunten Gratis-Gerüstplanen, die wir von unseren Lieferanten angeboten bekommen, wo viel Werbung für ein Produkt und ganz klein der Verarbeiter draufsteht? Nachdenken, liebe Kollegen. So macht ihr euch austauschbar. So macht ihr das Produkt, aber nicht eure Leistung wichtig. Ein Sportler oder Formel 1 Fahrer trägt auch Werbung auf seiner Kleidung oder seiner Kappe. Aber der macht das nicht gratis. Der bekommt von seinen Sponsoren ordentlich für diese Werbung bezahlt. Nur wir Maler. Wir Maler sind so blöd, dass wir gutes Geld für Produkte bezahlen und dann auch noch gratis Reklame dafür machen. Auch ich habe auf diesem Gebiet Lehrgeld zahlen müssen. Als ich vor 38 Jahren einen Malerbetrieb übernommen habe, war ich in unserer Region der Erste, der von einem hochwertigen Qualitätsanbieter Farbe, Putze und Wärmedämmsysteme gekauft hat. Damit, so dachte ich damals zumindest, kann ich mich von allen Billiganbietern, die Böfix oder Schnauf mitverkaufen, abgrenzen. Wir haben ja ein einmaliges Qualitätsprodukt. Das ging auch einige Jahre gut. Der damalige Newcomer in Österreich wurde aber bald zum Marktführer und die gelben Eimer haben 10 Jahre später die ganze Region überschwemmt.
Meine Marktbegleiter haben dann ebenfalls Produkte dieses Anbieters verwendet und angeboten. Egal, ob hochwertige Produkte oder Billigware. Der Endkunde hat den Unterschied nicht gemerkt. Die Eimer schauen ja alle gleich aus. Somit waren 10 Jahre Positionierungsarbeit als Fachbetrieb für diese Produkte dahin und am Markt wertlos. Das ist es, was ich dir heute mitteilen möchte. Lass die Produkte und deine Lieferanten beiseite. Zeig dem Kunden, was du kannst, welchen Nutzen du mit deinem Betrieb deinen Kunden bieten kannst und nicht, was die Produkte deines Lieferanten können. Stelle deinen Betrieb und deine Leistung in den Mittelpunkt und nicht die Farbe und den Putz, den du verwendest. Ich hoffe, meine lieben Kollegen und Freunde, ihr bekommt gut bezahlt, dass ihr die Logos eurer Zulieferer so groß auf eure Autos, Werbeplanern oder eurer Webseite platziert. Wenn nicht, selber schuld. Wir haben sogar von den Schaufenstern unserer Farbenhandlung alle Lieferantenlogos und Fremdwerbungen entfernt. Wir verkaufen atmende Wände. Punkt. Wie wir diese herstellen und welche Materialien wir dafür verwenden, ist unseren Kunden auch egal. Wir sind die Fachleute und wir müssen bei jeder Baustelle entscheiden, welche Produkte und welche Ausführungsart für die gewünschte Anforderung, für diesen Untergrund und diesen speziellen Kunden die richtigen sind. Wenn du mehr über unsere internationale Markenpartnerschaft für atmende Wände und unser erfolgreiches Konzept erfahren möchtest, schreib mir einfach eine Mail oder eine Nachricht auf Facebook, YouTube oder Instagram. Lass mit uns die Wände wieder atmen, weil wir versprechen nicht umsonst. Wir machen Maler wirklich erfolgreich. Ciao. Ah, da fehlt mir noch was ein. Wenn du es nicht schaffst oder keine Zeit hast, deinen Betrieb zu positionieren und keine Lust hast, dich einem erprobten Konzept wie dem unseren anzuschließen, dann könnte es für dich vielleicht doch kurzfristig einen Vorteil bringen, auf eine Pseudopositionierung mit einem Produkterzeuger zu setzen. Ist immer noch besser, als du machst Kundenwerbung mit: Wir bringen Farbe in ihr Leben, wir machen ihr Leben bunter, wir sind pünktlich, genau, sauber, kreativ, individuell, schnell, freundlich, bunt, zuverlässig, pfiffig, edel, günstig und...